Costco Shipping Ports steigt ein bei einem Hamburger Hafenterminal. Alle waren dagegen, Olaf Scholz hat es aber trotzdem durchgedrückt. Und wir stellen uns heute die Frage, wie gefährlich ist sowas für Deutschland und wer ist Costco Shipping Ports? Und wir schauen uns natürlich auch kurz die Aktien an von Costco Shipping Ports und vom Hamburger Hafen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Tollerort ist ein toller Ort. Das dachten sich auch die Chinesen. Da steht nämlich ein großes Containerterminal der börsennotierten Hamburger Hafen und Logistik AG. Und die Chinesen, speziell Costco Shipping Ports, die haben sich gedacht, das ist ein tolles Terminal, da würden wir uns gern mal einkaufen. Costco Shipping Ports, ebenfalls börsennotiert, das ist einer der ganz großen chinesischen Hafenbetreiber. Es sind aber auch Leute, die rumkommen in der Welt, also sozusagen in jedem Hafen eine Braut, beziehungsweise die Bräute sind da die Häfen selber. Sie haben außerhalb von China Beteiligungen an 16 ausländischen Häfen und Terminals. Eigentlich sollten sie auch eher Costco Shopping Ports heißen als Costco Shipping Ports. Und Tollerort ist denen gerade recht gekommen. Sie haben gesagt, da hätten wir gerne einen Anteil von 35%. Dafür machen wir das Terminal dann aber auch zum Drehkreuz für unseren europäischen Seehandel. Und die Hamburger Hafen AG, die hat anscheinend auch gesagt, wunderbar, das lassen wir uns nicht entgehen. Nur, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, die Empörung, die war riesengroß und der einzige gefühlt, der immer für diesen Einstieg war, das war der Bundeskanzler Olaf Scholz. Im Herzen ist er eben einfach immer noch der Bürgermeister von Hamburg. Gut, und jetzt gibt es wohl einen Kompromiss. Costco darf einsteigen, kriegt aber nur 24,9% der Anteile wohl. Und stellt sich aber immer noch die Frage, ist das ein Fehler, diese Entscheidung? Wie gefährlich ist das? Und wer ist Costco Shipping Ports? Und ich muss hier mein konservatives Stammpublikum gleich mal vorwarnen. Das Video macht möglicherweise auch den Eindruck, als wäre das jetzt nochmal ein weiteres regierungsfreundliches Video von mir. Ich komme langsam auch wirklich auf Abwege. Aber zu meiner Verteidigung, es wird hier maximal ein Olaf Scholz freundliches Video. Und machen wir uns nichts vor. Olaf Scholz und die Bundesregierung, die haben ja nun wirklich nichts miteinander zu tun. Zur Hafenbeteiligung. Also, es gibt fast keinen, der nicht dagegen war. Die EU-Kommission, die hat schon vor Monaten gewarnt und der Verfassungsschutz hat gewarnt. Und die Union, die war strikt dagegen. Sie war aber zum Beispiel nicht dagegen damals, als chinesische Investoren KUKA gekauft haben beispielsweise oder Krauss Maffei. Aber die meiste Kritik dran, die kam tatsächlich aus den eigenen Reihen. Von der FDP, zum Teil auch von der SPD und vor allem von den Grünen. Aus dem grünen Bundesvorsitz kam, man habe dafür überhaupt kein Verständnis und Deutschland riskiert damit seine Souveränität. Annalena Baerbock hat gesagt, das macht uns erpressbar. Und Anton Hofreiter, der ja jeden Tag einen Liter Stierblut trinkt, der hat sogar gesagt, es braucht jetzt ein europaweites Verbot für den Einstieg von Firmen aus autoritären Staaten in kritische Infrastruktur. Und den Hafen in Piräus, den sollen die Chinesen auch gleich zurückgeben müssen jetzt. Das Problem ist nur, die Griechen sind mit dieser Hafenbeteiligung gar nicht unglücklich. Der Hafen ist jetzt deutlich größer. Er hat letztes Jahr auch einen Rekordumschlag gehabt. Und Griechenland hat 2016 dringend Geld gebraucht. Und von den Chinesen haben sie eben Geld bekommen. Das hat der Ministerpräsident Mitsotakis so auch gesagt vor einiger Zeit. Ein bedeutendes chinesisches Unternehmen war damals bereit zu investieren zu einer Zeit, als Griechenland nicht als investitionsfähig galt. Aber wie auch immer, steht hinter Costco Shipping Ports der chinesische Staat? Die Antwort ist letztlich ja.
Sie sind zwar börsennotiert, aber Costco ist ein großes chinesisches Konglomerat. Eine große Reederei, Häfen, Schiffshandel, Containerleasing mit Tochtergesellschaften, die zum Teil an die Börse gegangen sind. Aber über allem steht mehrheitlich die China Costco Shipping Corporation. Und die gehört dem Staat. Und die hält 47% der Anteile an der börsennotierten Costco Shipping Holdings. Und die wiederum hält 50% der Anteile an Costco Shipping Ports. Damit ist der Durchgriff der Regierung theoretisch zwar schon begrenzt, aber faktisch ist er natürlich da. Aber auf der anderen Seite hat Costco Shipping Ports dadurch natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sich koordinieren können mit den Muttergesellschaften und Schwestergesellschaften, unter anderem eben mit einer der größten Reedereien der Welt. Und damit können sie Versprechen, die sie abgeben, auch erfüllen. Es gibt einen ausführlichen Artikel auf Newsweek über den chinesischen Einfluss auf die globale Hafeninfrastruktur. Ich tue Ihnen den Link hier unter das Video. Und daraus ist auch die Grafik, das chinesische Hafenportfolio in Europa. Portfolio, sehr witzig. Man sieht schon, die haben sich dick eingekauft, die verschiedenen chinesischen Konzerne, da zum Teil auch in Kooperation bei einzelnen Häfen. China war eben sehr interessiert dran, als es aufgestiegen ist als Exportnation, dass es auch eine führende Position hat im Seehandel und bei Häfen. Ganz anders als speziell die USA, die sich dafür ja überhaupt nicht interessiert haben, jahrzehntelang, was zur Folge hat, dass China auch an ein paar US-Häfen beteiligt ist. Aber eben auch, wie man hier sieht, an vielen, vielen anderen Häfen in Asien, Afrika, Lateinamerika. Und bei Costco Shipping Ports ist es auch so, das wichtigste Geschäft sind zwar immer noch die Häfen in China, die leisten einen Gewinnbeitrag von 68%, im ersten Halbjahr war es zumindest so. Das Ausland wird aber eben auch immer wichtiger. Sie haben Terminals in Spanien, in Holland, in Frankreich, in den USA, insgesamt 16. Das meiste sind Minderheitsbeteiligungen, außer eben der Hafen in Piräus, dann Zeebrügge, Valencia und in Peru. Das sind Mehrheitsbeteiligungen. Und damit haben wir einen Konzern, der ja einerseits Geld verdienen soll für seine Aktionäre, der sich aber andererseits ja vielleicht doch eher um chinesische Staatsziele kümmert. Ein linientreuer Chinese, der wird Ihnen aber sagen, das ist doch kein Widerspruch. Und tatsächlich, Geld haben sie immer ordentlich verdient. Das ist der Gewinn in den letzten 5 Jahren, der Gewinn, der den Aktionären zurechenbar ist in Millionen US-Dollar. 2017 hat es einen Sonderertrag gegeben aus einem Beteiligungsverkauf. Ansonsten kann man sagen, der Gewinn war ziemlich stetig, was einen vielleicht ja wundern könnte bei den ganzen Lockdowns, die wir gehabt haben und die Handelskonflikte und die Lieferkettenprobleme. Aber letzten Endes, die Exporte, die chinesischen, die sind ja trotzdem gestiegen in der ganzen Zeit und der Welthandel ist ja auch gewachsen. Der war ja letztes Jahr trotz allem auch wieder auf einem neuen Rekordniveau. Und dadurch, dass chinesische Aktien insgesamt aber so schwach waren in letzter Zeit wieder, dadurch sind Costco Shipping Ports dann auch wieder stark gefallen. Hier haben wir den 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar, der Chart ist von TradingView. Man sieht, 2021, da hat sich die Aktie diesem Abschwung noch widersetzen können, den es in China gab. Es ist ja auch ein ziemlich stabiles Geschäft gewesen, das Ganze. Aber dieses Jahr haben sie das dann eben nicht mehr geschafft. Und gerade die letzten Wochen und Monate sind sie eben auch nochmal stark unter Druck geraten. Und dadurch haben wir aber jetzt die Situation, dass die Aktie jetzt bewertet ist mit einem KGV von unter 5 und das sind eine prognostizierte Dividendenrendite haben von 8,3% und auch, dass der Börsenwert jetzt nur noch bei 1,7 Milliarden Dollar liegt für einen der größten Hafenbetreiber der Welt. Und das bei einem Eigenkapital von 6,7 Milliarden Dollar. Das heißt, der Abschlag auf den Buchwert, der liegt jetzt bei fast 75%.
Das nur mal zu den Bewertungen in China, die zum Teil eben wirklich schon sehr niedrig sind. Aber ich weiß natürlich auch, dass das Sentiment sehr, sehr schlecht ist, ist klar. Und jetzt nach dem berühmten chinesischen Parteikongress hat sich's eben auch noch mal deutlich verschlechtert. Und das, was von dem Kongress bei den meisten im Gedächtnis hängen bleiben wird, das ist natürlich diese Hinauskomplimentierung von Hu Jintao. Und da ist der Hintergrund immer noch unklar. Aber das war natürlich schon auch ein starkes Stück. Hu Jintao war 10 Jahre lang der chinesische Präsident. Das ist ungefähr so, als wenn sich jetzt Friedrich Merz zum Beispiel ausrufen lassen würde zum CDU-Vorsitzenden auf Lebenszeit und kurz vorher wird dann Angela Merkel aus dem Saal raus eskortiert. Oder aber wenn die SPD ein Parteiausschlussverfahren führen würde gegen Gerhard Schröder. Kaum vorstellbar, aber Scherz beiseite. Der Katzenjammer nach dem Parteitag, der war groß, zumindest wenn man Anleger ist. Und Sie haben dazu ja von uns einen Zukunftsmärkte-Report bekommen vom Anfang von diesem Parteitag. Sie kriegen von uns jetzt nochmal einen Zukunftsmärkte-Report zum Ende von diesem Parteitag. Also, was war eigentlich los da? Was ist der Grund, warum die Anleger derart niedergeschlagen sind jetzt? Und gibt es vielleicht aber auch noch irgendwelche positiven Aspekte, wo man vielleicht sagen könnte, dies oder jenes ist ja vielleicht doch eine Perspektive oder dies oder jenes könnte man auch anders sehen. Und die Reports von uns, die sind kostenlos natürlich, jeder kann sie lesen. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und hier nochmal die Aktie vom Hamburger Hafen, der HHLA. Auch 5 Jahre von TradingView in Euro diesmal. Das ist jetzt allerdings auch nicht viel besser. Und der Hamburger Hafen, der hat natürlich gelitten. Er hat gelitten unter den Russland-Sanktionen. Er leidet auch unter dieser Elbverschlammung der permanenten. Und der Wettbewerb mit Rotterdam und mit Antwerpen, der ist hart. Und wenn jetzt auch noch das mit Costco nicht klappen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht besonders gut für die. Für Cospro Shipping Ports, da ist das Ganze ziemlich egal bei den vielen Beteiligungen, die sie ja eh schon haben. Für HHLA aber wahrscheinlich nicht. Und trotzdem ist der Börsenwert bei 840 Millionen Euro, ist also auch schon die Hälfte von dem Börsenwert von Costco Shipping Ports, obwohl Costco Shipping Ports 45 Hafen- und Terminalbeteiligungen hat und damit ja viel breiter diversifiziert ist. Man sieht also schon, wie unterschiedlich das alles gerade gesehen wird. Wie gefährlich ist der Einstieg für uns bei diesem Terminal? Ist da gerade Deutschlands Untergang besiegelt worden? Also ich muss sagen, ich halte die Debatte für ein bisschen überzogen. Ich würde das alles schon verstehen, wenn es da jetzt um den kompletten Hamburger Hafen gegangen wäre. Es geht aber um eine Minderheitsbeteiligung an einem von 4 Terminals. Und Terminalbeteiligungen durch Reedereien, das ist durchaus üblich in der Branche. Und Costco hat wohl auch schon gesagt, dieses Vetorecht und so, das interessiert die sowieso nicht. Und was die Erpressbarkeit von uns betrifft, wirtschaftlich, die ist natürlich sowieso schon da. Costco kann ja jetzt schon jederzeit Fracht umlegen in andere Häfen, wenn sie das wollen. Nur die Wahrscheinlichkeit, die wird dann aber geringer, wenn das Ganze zustande kommt. Insofern, für den Hamburger Hafen wäre das schon in erster Linie eine Chance. Ich verstehe schon, wenn Leute sagen, China ist autoritär, China teilt unsere Werte nicht, also muss es auch nicht sein, dass wir uns jetzt noch mehr abhängig machen von China. Aber erstmal, diese Abhängigkeit ist natürlich definitiv schon da und wie auch immer man sich das jetzt vorstellt, dass man davon wieder wegkommen will, aber das entscheidet sich eben sehr wahrscheinlich nicht an diesem einen Terminal. Und die Bedeutung von dem Terminal, das dann ja immer noch vom Hamburger Hafen kontrolliert wird, die ist natürlich auch nicht im Ansatz vergleichbar mit sowas wie mit der Abhängigkeit von russischem Erdgas oder so. Und der Ukraine-Krieg, der hat unsere Außenpolitik total paralysiert, meiner Meinung nach. Und unsere Bundesaußenministerin, die hat ja zum Beispiel das Konzept Wandel durch Handel für gescheitert erklärt.
Klar, mit Russland, da ist es gescheitert. Aber es ist darum, ja, da aber dann zu sagen, dass es insgesamt gescheitert ist, das ist schon gewagt, um das mal vorsichtig zu sagen. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, dass man jetzt naiv sein soll gegenüber China und Friede, Freude, Eierkuchen, weil wir ja auch wirklich gerade in China erleben, das sich isoliert und dem es anscheinend langsam auch wirklich egal ist, was der Rest der Welt denkt. Aber da kennen Sie wahrscheinlich auch meine Meinung. Wir haben uns das zum Teil eben auch selber zuzuschreiben, weil ja der Westen, auch speziell die USA in den letzten Jahren, vom Handelskonflikt hin bis jetzt zu diesen letzten Halbleitersanktionen gegen China, die sehr, sehr hart waren, weil der Westen eben völlig klarstellt, auch im Moment, wir wollen China wirklich schaden, wir wollen China auf keinen Fall hochkommen lassen. Und weil natürlich ja auch von unserer Seite jetzt immer stärker das Signal kommt, auch wir legen auf Zusammenarbeit und auf Austausch mit China eigentlich keinen großen Wert mehr, mit unserem wichtigsten Handelspartner im Übrigen. Und bei der ganzen Feindseligkeit eben, die eben auch gerade wächst und die gefährlich ist, da finde ich schon positiv, wenn jemand wie Olaf Scholz auch mal sagt, so wie neulich beim Verband für Maschinen- und Anlagenbau: Wir müssen uns nicht von einzelnen Ländern abkommen. Wir müssen Geschäfte mit einzelnen, ich sage ausdrücklich auch Geschäfte mit China weitermachen. Das hört man nicht mehr oft und es ist auch komplett gegen die Regierungslinie natürlich. Und ich hoffe sehr, wenn Olaf Scholz jetzt nach China fliegt und da ja vielleicht auch dieser Terminal-Einstieg von Costco da beschlossen wird, was ja vor 3, 4 Jahren noch eine völlig normale Sache gewesen wäre, dass dann vielleicht auch wieder ein bisschen Normalität zurückkommt in die Beziehungen. Ich finde es jedenfalls gut, dass der Hamburger Bürgermeister zumindest da jetzt mal hinfährt und dass er da vielleicht auch irgendwas Konstruktives hinkriegt. Einer muss ja mal den Anfang machen. Und vielleicht schicken sie ja irgendwann mal auch jemanden von der Bundesregierung nach China. Hoffen wir das Beste. Denken Sie auch noch dran, dass Sie sich eben noch eintragen für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Diesmal, wie gesagt, nochmal zum chinesischen Parteikongress auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.